Wir können zufrieden sein. Hat er im Test gegen Al-Hilal und jetzt gegen Florenz gemerkt, dass wir auf einem guten Weg sind. Und den müssen wir natürlich jetzt weitergehen in den nächsten 3 Wochen. Ja, du merkst halt, dass alle da an einem Strang ziehen, weil alle Gas geben wollen, weil alle noch nicht irgendwie 150 Bundesligaspieler auf dem Buckel haben, weil sich alle einfach noch freuen und auf das, was vor uns liegt. Ne? Für uns geht es darum, 3 Mannschaften hinter uns zu lassen, damit wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben, damit wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern. Also ich freue mich da einfach riesig drauf, weil dann kann man sich mit den Besten der Welt messen oder der Besten in Europa oder in Deutschland. Und das ist ja das, warum man die Sportart macht, ne? Wenn man sich einfach mit den Besten messen will und gucken, wie man dann selbst da abschneidet.